Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Ostermontag, hoffe ihr konntet ein wenig die Sonne genießen und jetzt zur Zerstreuung, um ein wenig Kurzweil zu stiften, lasse ich euch an den ersten 12 Spielen Skat des Tages teilhaben, also an meinen ersten 12 Spielen zumindest. Rocket heute Morgen um 10.30 Uhr, neue Woche, neues Glück. Die letzten beiden Wochen hat es gar nicht so gefunzt und ja, obwohl ich ja nicht abergläubisch bin, behaupte ich mal so von mir, musste ich irgendwas mal ein bisschen ändern. Kleine Rasur, mal gucken, ob das hilft. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt mal einen Aufwärtstrend. Nichtsdestotrotz wollte ich den Ball jetzt ein wenig flacher halten, flacher als in den letzten Wochen. Da habe ich mir so manche Packung eingefangen. So, und dann schauen wir mal, was heute hier passiert. Vorhand spielt gleich mal einen Grang. Karo Ass sieht natürlich irgendwie blank aus, dass der blank abgespielt wurde. Also versuche ich mal eine Farbe aufzumachen, wo ich nichts kaputt machen kann. Das hat zumindest schon mal gut geklappt. Zwei Stiche, Schneider frei. Aber ob jetzt noch was geht? Nee, geht nichts mehr. Da haben wir schon die Batterie, vier Buben und Herz Ass König. Karte stand natürlich auch sehr artig, aber ein dankbares Auftaktspiel für Spieler 2. So, und jetzt komme ich ins Rennen. Kann ins Geschehen eingreifen. Endlich mal ein Blatt, was du hier im Rocket, denke ich, auch reizen musst, auch wenn ich nicht ganz so aggressiv rangehen wollte. Ich denke, die Karte 40 ist da wohl fast Pflicht, ne? Es kann ein Herz werden, es kann ein Karo werden, aber okay. Wenn 40 auch gehalten werden, wenn Spieler 3, also wahrscheinlich 3 Buben hat, dann sinken die Chancen für eine gute Findung. Es kann dann natürlich auch ein Bube schnell mal schon dazu führen, dass überreizt ist. Oh, Kreuz Hand und dann mit Herz Bube gestartet, das ist ja ungewöhnlich. Also mit Dreien müsste er nicht Hand spielen, also ist er vielleicht eher ohne Zweien, und dann habe ich jetzt aber noch ganz schön was dagegen, also das gucken wir uns jetzt mal sehr genau an. 15 Augen, Stechfarbe gefunden, 28, Herz auch dann wohl geklärt, von daher zeige ich es auch mal meinem Partner, dass wir auf einem guten Weg sind. Bestätigt, 32. Ja, und wenn es ein 7-Trümpfer ist, hat Spieler 3 nur noch eine Faule, das ist dann Pik, und dann macht mein Partner ja immer noch den Kreuz-Buben mit Herz-Ass, das sollte lang. Wenn es ein 6-Trümpfer ist, kann es sein, dass ich ihm jetzt sogar die Pik 10 hochgespielt habe, aber sei es drum, das Risiko gehe ich allemal ein, denn ich möchte ja jede Konstellation schlagen. Oh, was ist das? Kreuz-Ass, will er mich hier auf die einmal testen. Es muss ja der Kreuzbube noch draußen sein, ansonsten verliert er, weil er überreizt hat. Ja, und damit haben wir natürlich jetzt deutlich über 70. Warum kam Kreuz Ass? Weil er hier noch den Kreuzkönig draußen abdecken musste. Gegen 4 Trumpf war das Spiel natürlich viel zu schwach. Also 6 Trumpf, blanke Herz Lusche und Pik 10 zu dritt. Ja, schade, dass ich da nicht ans Spiel gekommen bin. Ich meine, gesehen zu haben, Herz 10 war auch im Stock, also hätte mir gut gepasst. Aber okay, jeder muss hier seine Chancen wahrnehmen auf die kurze Distanz, also keine Bitterkeit, nur zur Kenntnis genommen, das war ein heißer Reifen und der ging auch gnadenlos in die Hose. So, nun ist Spieler 2 wieder dran, der hat ja schon gut vorgelegt. Das Schöne an so einem ersten Stich ist, die Karte hat sich weitestgehend geklärt. Spieler wird wohl nur noch Kreuz und Trumpf in der Hand haben. Das Traurige, ich habe das Kreuz Ass blank, und damit wird uns diese Erkenntnis wohl nicht allzu viel nutzen. So, 0 Augen nehme ich natürlich nicht mit. Oh, und das ist jetzt allerdings, das ist jetzt ungewöhnlich. Er hat ja nur noch einen Trumpf. Er muss doch jetzt eigentlich Kreuz etablieren, denn jetzt wird er nur noch einen Stich bekommen, denn nachdem er einmal sticht, Pik 10 oder Pik König, wird er mit Kreuz antreten müssen, und dann habe ich Rest. Ja, deswegen habe ich jetzt hier auch die 10 direkt ausgespielt, das war alles egal. Ja, und bitter, guckt euch das mal an, Pik Kreuz 10, König Dame hat er, also einfach ein Zugfehler von Spieler 2, das wäre nicht nötig gewesen. Statt den letzten Trumpf rauszuspielen, muss er einfach Kreuz eröffnen, dann kriege ich ja nur noch nach dem Kreuz Ass nur noch einen Stich mit dem Buben. So habe ich jetzt noch alle Kreuzstiche gemacht. Also das war eine unnötige Niederlage. Ja, und damit
Bin ich jetzt gar nicht so schlecht im Geschäft, obwohl ich noch nicht ein Blatt gespielt habe. Hier habe ich dann mal 22 geboten, bräuchte natürlich auch noch ein wenig Verstärkung der Pik, deswegen habe ich mein Glück dann auch nicht weiter tapeziert. So, und nun gucken wir uns ein Herz an, der ist natürlich mit 2. Ah, und Trumpf fällt wieder artig, wie es nicht besser gar nicht geht. Also Trumpf steht wieder 3:3. Dann glaube ich mal wieder nicht daran, dass wir jetzt noch gewinnen können. Es sei denn, der Spieler steht wieder erwartend auch noch irgendwie in der Pik 10 zu dritt oder so. Da kann ich ihn dann natürlich locker in Kreuz anspielen, wenn das seine starke Farbe ist. Ja, nach dem Trumpfstand war da nichts zu holen. Wir haben unsere 31 gemacht, sind also rausgekommen. Ah, Mensch, und ein Aufwärtstrend, der sieht doch aber wirklich anders aus. Statt Asse und Zehner sehe ich hier Könige und Damen. Ja, das gehört auch dazu. Dann werden wohl wieder die anderen spielen müssen. Obwohl eine Reizung unterwegs ist, habe ich natürlich nicht viel Hoffnung. Mein Partner hat auch nur den 0 gereizt und jetzt kommt ein Grang dabei raus. Naja, zwei Jungs habe ich zwar, aber das wird vermutlich nichts nützen, wenn es eine starke Beikarte ist. So, Herz 10 wohl im Keller, auf den zweiten Herz steche ich natürlich nicht rein, das ist wohl zu wenig. Werf hier den Kreuzkönig ab, dann habe ich wenigstens eine Farbe frei. So, Spieler geht über die Dörfer, erwartungsgemäß. Oh, wow, 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 was ist denn hier los? Jetzt wird es natürlich interessant. Der Grang könnte sogar ohne Vieren sein, denn ansonsten hätte der Spieler doch wohl einen Buben gezogen. Und dann ist es ihm natürlich, bekommt es ihm wohl nicht so gut, dass hier Karo nicht doppelt läuft. Herz 10 wohl im Keller, deswegen schmeiße ich hier ab. Oh, wow, wow, wow. Ja, dann muss ich jetzt stechen, erstmal den Karo-Stich hinziehen. Pik König vielleicht oder so ein Abwurf. Hä? Was ist das denn? Pik Ass? Das ist doch eine Karte, die gibt es jetzt gar nicht, oder? Was ist denn hier los? Schön dem Alleinspieler hier die 10 noch hochgespielt aus Pik Ass König. Das ist ja mal wirklich lustig und es ist tatsächlich der Grang ohne 4, also okay, der ging trotzdem nicht, obwohl er jetzt hier noch die Pik 10 mit dem König geschenkt bekommt. Nun muss man allerdings auch sagen, zwei Asse fehlten, Herz Ass und Pik Ass, das ist beim Grang ohne 4 natürlich schon ein wenig verwegen. Gut, da hätte der Karo Doppelläufer kommen müssen, dann wäre ja auch noch das Kreuz Ass gelaufen, aber so stehen jetzt beide satt im Minus, also bisher geht es mir dadurch am besten, dass ich mich in dieses Getümmel noch nicht gestürzt habe. Aber jetzt würde ich sagen, das muss es sein. Drei Buben, Vierer Länge Herz, braucht idealerweise auch noch eine Verstärkungskarte der Grang, aber so oder so, der muss jetzt losgehen. Und die beiden anderen haben ja eigentlich jetzt auch schon genug auf die Glocke gekommen, die könnten ja jetzt mal ein wenig geschmeidig werden. Also, höpp! Na gut, da ist doch die Verstärkungskarte Kreuz Ass drin. Jetzt ist mir nicht mehr bang. Das sollte gehen. Und wenn Herz nicht zu dritt sitzt und Kreuz auch 2:2, dann habe ich hier vielleicht sogar eine Schneiderchance. Ja, auf jeden Fall haben wir damit schon mal, sind wir die Sorgen los. Gewonnen wird das Spiel. Ja, Abwurf ist dann keine Option. Wir müssen ja hoffen, dass Kreuz jetzt 2:2 steht, dass wir nur einen Stich abgeben oder dass die Kreuz 10 blank ist. Ein Kreuz fliegt und nee, Kreuz stand sogar 4:0. Gut, irgendwas muss ja auch im Busch sein, wenn gereizt ist, dann kann ich mir den Schneider also in die Haare schmieren, aber ein gewonnenes Spiel. So, 200 bei Spiel 6 von 12, das ist noch nicht dolle, aber noch solide, sage ich mal, ausbaufähig, wenn ein bisschen was kommt. Aber leider, da seht ihr es, jetzt habe ich mal so einen Ansatz, wo ich Pik einfach reizen kann, aber die Konkurrenz, die will einfach nicht aufgeben, die ist nicht tot zu kriegen, die reizen wieder die Kerle, komme ich also für 22 nicht ran und mehr ist das natürlich nicht wert.
So, dann gucken wir mal. Aha, habe ich da mit Pik einen wunden Punkt getroffen? Ja, Pik 10 bei meinem Partner. So, jetzt Kreuz. Nee, nee, das war doch jetzt irgendwie ein bisschen zu offensichtlich. Ein bisschen zu offensichtlich. Jetzt kann er dadurch natürlich noch den Buben ziehen. Trumpf fällt 1-1. Gut, saß natürlich auch ganz artig die Karte. Herz 2-2, Pik 3-2, Trumpf 3-3. Gewinnt er also locker, hätten wir wohl so oder so nichts machen können. Was haben wir hier? Ja, so einen halben Null, ne? Fünferlänge ohne 7 ist jetzt nicht gerade ein Gedicht. Aber wir versuchen es dann mal zumindest bis 22, haben aber, wie ihr seht, nicht den Hauch einer Chance, hier in Verlegenheit zu kommen. Interessant, dass das hier gleich wieder mit 3 Reizungen Richtung 40 geht. Dann kann das ja gut sein, dass es wieder ein interessantes Spiel wird. Kreuz, Hand. Okay, der muss ja auch mal mindestens dann ohne Zweien sein. 14 Augen, so, und jetzt würde ich natürlich gerne auf Herz meinen Buben verstechen, und das klappt schon mal wunderbar. 30 Augen. So, Pik Lusche oder Karo Lusche? Beides ist im Zweifel nicht optimal, wenn mein Partner die Farbe frei ist, aber ich wähle doch lieber Karo, als dass ich hier Pik schon teste. Da möchte ich erstmal sehen, wie weit wir so kommen. Kann ja sein, dass man Pik Ass auch noch den Stich machen muss. Ja. Gucken wir mal. Mit Pik König kann ich, denke ich, hier nichts verkehrt machen. Entscheiden kann ich das Spiel sowieso noch nicht. Aber jetzt, das langt, denke ich, jetzt haben wir hoch in den 50ern, und es gibt natürlich noch einen Stich auf Kreuz Buben, es gibt ja sogar noch einen Stich auf Herz König. Dann kann ich auch alle Bilder reinlegen, die ich habe. Kann sein, dass der Spieler noch die Karo Dame hat, aber das ist dann auch egal. Eieiei, hat er sogar noch die Karo Dame? Das war ja dann auch kein so dolles Spiel, was er hier also wirklich sehr chancenlos verliert. Hätten wir ja mit Karo König auch noch mehr machen können, wenn es nötig gewesen wäre. Ja, wenn man so einen heißen Reifen fährt, dann gibt es auch manchen Zusammenbruch dabei. So, Spieler spielt einen Gang. Also haben wir mal aus der langen Farbe ein Ass auf den Tisch. Ei, ein Volltreffer. 3 Pik beim Alleinspieler. Na gut, mit 7, 8, 10 wird er beim Grang in Mittelhand normalerweise die 10 nicht oben haben. Aber wenn doch, dann muss mein Partner wenigstens einen Buben haben. Uiuiui, 38, er hat die Pik 10 oben. Das ist einerseits schön, dass wir jetzt 38 haben, andererseits kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir jetzt außer der Pik Dame noch so viel in der Beikarte machen. Denn was soll das dann wohl bitte für ein Grang sein? So, er sticht die 10 Augen. 44. Gut, okay. Pik Lusche kann jetzt hier nicht richtig sein. Im Zweifel ein günstiger Abwurf. Ja, ich, mit Herz kann ich jedenfalls nichts kaputt machen. Entweder ich spiele ihn an, oder sehr wahrscheinlich spiele ich ihn an. Und dann, ja, vielleicht noch ein Herzstich oder ein Karo-Stich. Da ist der Karo-Stich. 21 Augen. Eieiei, da haben wir ihn wieder erwischt. Was hat er gehabt? 3 obere Buben, Herz, Ass, 10 König, Pik 7, 8, 10 und die blanke Karo Lusche. Na, ich denke, mit dem Spiel sollte man die 10 besser quetschen. Pik 10 in Keller, vielleicht sonst 4 Luschen halten, wäre wohl ein wenig besser gelaufen. Ah, das sind ja hier richtige Gemetzel. Jetzt Spieler 2 und Spieler 3 weit im Minus. Ja, jetzt bräuchte ich ein bisschen den Abschlussspurt. Ich denke mal, der Widerstand sollte ein wenig erlahmt sein bei den anderen. Vielleicht lassen sie mich jetzt mal spielen? Nee. Nee. Kann ich hier 24 reizen? Ja, in dem Format kann man es vielleicht riskieren, aber wenn Spieler 2, der schon 3 verloren hat, hier 20 hält, was soll jetzt noch liegen? Der kann ja eigentlich nicht mehr schlechte Karten reizen, also es ist mir hier zu dünn. Ich bleibe jetzt mal meiner Linie treu. Ja, und das sieht auch wie ein recht gepflegter Grang aus hier mit Pik Ass 10 zu 5, Kreuz Ass zu dritt, wenn die blanke Kreuz Lusche flog.
dann können wir natürlich hier nicht gewinnen, wenn es so ist. Deswegen biete ich jetzt hier auch mein Karo Ass an. Okay. Wenn wir wohl die letzten beiden Stiche machen, von meinem Partner noch Karo 10 oder Herz Ass bekommen, sowas in der Art. Ich nehme natürlich noch den Herz König mit. Das Spiel war aber mit drei Abgabestichen etwas zu stark. So, jetzt vielleicht vorletzter Versuch. Für 18 ausnahmsweise mal. Ja, was denn hier los? Jetzt können noch mal richtig gut drin liegen. Naja, Herz Ass nehme ich natürlich gerne. Eine gute Karte sollte es schon sein. Jetzt natürlich die übliche Überlegung. Karo König und eine Lusche drücken oder Karo König und Kreuz Dame. Beides hat so seine Chancen, aber auch seine Tücken. Das Spiel ist ja sehr gut, da hat man eher so ein bisschen Angst, dass jetzt so ein gutes Spiel durch ein Unglück irgendwie verloren geht. Ich habe mich jetzt aber doch entschlossen, die beiden Bilder zu drücken. Okay, in Karo holen sie gleich die 21, aber dann ist es jetzt auch gar nicht so dramatisch, denn offenbar ist Karo jetzt vorne blank aufgespielt worden. Spieler 2 hat zwar noch die Karo Dame, aber das kann Spieler 3 ja nicht wissen, dass der Karo König gedrückt ist. Deswegen vermute ich mal, dass ich meine Karo Lusche auch einigermaßen günstig loswerde. So, und nun steht Trumpf ganz artig, alles klar. Machen wir hier mit dem Vollen den Sack zu. Kriegen sie am Ende zwar noch die Karo Dame, aber ich habe den Herz gewonnen und stehe damit auf 368. Ja, jetzt bräuchte ich schon noch mal so ein Spiel 96 aufwärts, damit ich hier auf 500 komme, damit das eine taugliche Liste wird für die Wochenwertung. Also noch mal jetzt mal einmal doll Daumen drücken und ja, wenn du es zu sehr willst, dann kann es auch nichts werden. Ich sehe hier schon wieder zwei Könige und drei Damen. Also da hat mir die höhere Macht des Skates so ein bisschen die gelbe Karte gezeigt. Du wolltest zu viel, heißt das wohl? Nein, alles klar. Wir nehmen das gelassen. 300 Punkte ist ja hier ein ordentlicher Start in die Woche, vor allen Dingen kein Spiel verloren. So, und Spieler 2, der geht hier schon wieder über die Dörfer. Ich habe mit Karo König so ein bisschen mal eine Konstellation gesucht, falls er in der bestellten 10 steht, weil die Gegenkarte ja sonst mit drei Trümpfen wieder und allem alles gleichmäßig verteilt sehr hoffnungslos aussieht. Habe aber das Karo Ass wieder getroffen. Ja, jetzt könnte ich rausnehmen, aber ich denke, Karo 10 schafft mein Partner auch so, aber er spielt Pik wieder hinterher. Das haben wir doch vorhin schon bei Spieler 2 gesehen, dass der, nachdem er in Ass Lusche getroffen wurde, einmal aus Ass 10 Lusche genau nur einmal zieht, also den Doppelläufer nicht komplett durchzieht. Von daher hatte ich gehofft, dass Spieler 3 jetzt erstmal zweimal Karo zieht, Karo 10 und dann den letzten Karo, sodass ich dann die eine Pik hätte abschmeißen können. Aber gut, okay, hat er nicht gemacht. Ja, dann kommt jetzt der letzte Karo. Okay, kann ich Pik eben nicht mehr abwerfen, kann ich trotz alledem wohl noch hier meinen letzten Trumpf verstechen, dann wird das Herz Ass hoffentlich noch zu meinem Partner gehen, wenn der den alten hat. Und so ist es auch. Damit haben wir dieses unspektakuläre Spiel über die Bühne gebracht und haben damit hier den amtlichen Endstand. Zwei Leute im Minus, okay, kann ich mir ja auch mal zugute schreiben lassen. Die beiden haben ein wenig was in den Jackpot eingezahlt. Ich selber bin zwar dem Ziel auch noch nicht viel näher, habe aber einen ersten Versuch, bei dem ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Ja, dann macht es gut. Wir sehen uns demnächst mit weiteren Videos. Bleibt vor allen Dingen gesund und natürlich wie immer gut bleibt.